Dominik Volenicek, victoire 6-3 ce soir. Des fois, il y a des matchs comme ça qu'on n'arrive pas forcément à expliquer. Ja, schwierig zu sagen. Wir haben, ich finde, wir haben über den ganzen Match gut gespielt, sehr gut gespielt eigentlich. Die ersten zwei Drittel sind wir besser gewesen, würde ich sagen. Nachher war es schwierig gewesen. Also beim Stand von 3-1, 8 Minuten vor Schluss, habe ich gedacht, jetzt wird es auch schwierig. Aber muss ich danke sagen unserem Powerplay, dass das Spiel so gut gedreht hat. Ja. Aussi un petit mot de sort pour les supporters, les fans, qui vous ont quand même aidé dans les moments difficiles de ce match. Ja, wir haben Freude, wenn es da so zahlreich erscheint. Es ist wunderschön, die Heimspiele. Es ist etwas anderes als in Zürich. Dort sind um die 500 Leute und da haben wir 3.500 Leute. Und man sieht, wie elektrisierend das die Atmosphäre ist. Wenn es läuft, wenn wir dranbleiben, wenn wir kämpfen, dann stehen sie 100%ig hinter uns. Ja. Et un match un peu spécial pour toi, un maillot et un casque différent. Est-ce que ça change quelque chose sur la glace? Nein, also ich glaube, es gibt schon Selbstvertrauen, das schon. Es ist ein längeres Zeitchen her, seit ich es angehabt habe, ja, aber nein, es ist schlussendlich ist schön, wenn wir es mal davon legen, ja, aber schlussendlich in den Playoffs geht es darum, dass wir die Spiele gewinnen. Und es ist eigentlich egal, vor allem in den Playoffs, wer das Liebling anhat, sondern wir haben heute gewonnen und das alles in den letzten 8 Minuten. Also, könnte nicht glücklicher sein momentan. Merci beaucoup, Dominique.